David, du bist für den Thomas Cup der Team M in Warschau nominiert worden. Hast du mit einer Nominierung im Vorfeld gerechnet? Ja, ich habe mir schon Chancen ausgerechnet, da ich im Herbst sehr konstante und gute Leistungen erbracht habe, vor allem bei den Scottish International in Glasgow, wo ich das Achtelfinale erreicht habe und erst gegen Wacha verloren habe. Und auf Zypern, wo ich das Viertelfinale erreicht habe, waren die Leistungen auch sehr gut. Und zudem habe ich auch noch das ein oder andere gute Doppel gespielt und somit schon ein wenig mit einer Nominierung gerechnet. Österreich wurde bekanntlich in eine sehr starke Gruppe gelost. Was sagst du zu den Gegnern? Ja, mit England, die Zweigesetzten, haben wir natürlich eine Weltklasse-Mannschaft in der Gruppe. Zudem noch Polen, die als Gastgeber und traditionell sehr starke Doppel haben, wird es natürlich auch ganz, ganz schwer. Vor heimischem Publikum von Polen hoffen wir natürlich, dass viele Zuschauer sein werden. Und gegen Spanien und Litauen kommt es darauf an, das bestmögliche Badminton zu zeigen und hoffen, dass wir dort den einen oder anderen Sieg einfahren. Die Swedish International stehen an. Ihr fliegt morgen nach Stockholm. Du startest in der Qualifikation. Wer ist dein Gegner und welche Chancen siehst du, das Hauptfeld zu erreichen? Ja, die Swedish International in Stockholm dienen eigentlich zur Vorbereitung für die Team-EM und die Austrian International. Ich bin jetzt seit 2 Wochen wieder im Training, war zum Jahreswechsel ein wenig krank und komme jetzt immer besser und besser in Form. In der ersten Qualifikationsrunde treffe ich auf den Schweden Simon Knudsen. Ich kenne ihn vom Sehen, er läuft sehr viel, aber ich denke, wenn ich mein Badminton spiele, kann ich gewinnen. In der zweiten Qualifikationsrunde würde ich auf den Engländer Ben Beckman treffen, der hat aber abgesagt und ich weiß nicht, wer hineinrutscht. Zudem ist noch ein sehr starker Indonesier und Schwede in der Qualifikationsgruppe. Also wird es sehr schwierig, den Hauptbewerb zu erreichen. Danke, David. Bitte, danke.